Ja, schönen guten Abend. Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen im Namen des DFF, Deutsches Filminstitut und Filmmuseum, und der jüdischen Gemeinde. Die Veranstaltung heute findet statt im Rahmen der jüdischen Kulturwochen, die jetzt am Sonntag angefangen haben und insgesamt fast 3 Wochen gehen. Wir beteiligen uns schon seit vielen, vielen Jahren an den jüdischen Kulturwochen und eben in diesem Jahr auch wieder mit insgesamt 3 Filmen. Einmal eben der Film heute Abend und dann noch 2 weitere, einer am Sonntag, Cicinette, wo es um eine jüdische Spionin geht, und dann 3 Söhne am 14. ist das, glaube ich, das muss ich selber mal nachgucken, am 13., am Mittwoch, den 13. November, wo es um ein bisschen auch so wie heute auch so um sozusagen die zweite Generation geht. Da geht es, wie der Titel schon sagt, um 3 Söhne, die alle Eltern haben, die im künstlerischen Bereich damals im Zweiten Weltkrieg gearbeitet hatten und eben genau in Konzentrationslagern waren und diese überlebt haben. Genau, und bei 3 Söhne kommt auch die Regisseurin, die ist jetzt hier in diesem Programmheft nicht angekündigt, aber sie wird auch da sein. Und jetzt zum heutigen Abend möchte ich ganz herzlich Barbara Trotno begrüßen. Barbara Trotno ist Autorin, Regisseurin und Produzentin. Sie hat zunächst fürs Fernsehen gearbeitet, für das als Volontärin und als Redakteurin beim CDF, beim HR und auch beim WDR, und hat sich aber dann selbstständig gemacht und ist eben jetzt eigene Produzentin und Regisseurin und widmet sich überwiegend den dokumentarischen Filmen. Sie hat sich sehr viel mit Migration beschäftigt und da auch sehr speziell oder überwiegend mit der Türkei, und hat zu dem Thema insgesamt 3 Filme gedreht. Der erste war Emine aus Inescu, wo es um eine Türkin geht, die 1966 mit 18 Jahren nach Deutschland kommt. Der zweite Film, also der sich dem Thema widmet, ist Deutsch aus Liebe, wo es um eine Sprachschule geht und um junge türkische Frauen, die sozusagen ihren Männern nach Deutschland hinterher ziehen, also reisen oder ja, hinterherziehen wollen und deswegen dort Deutsch lernen und dann sozusagen die Anfangsschwierigkeiten hier in Deutschland. Der dritte Film geht sozusagen in die umgekehrte Richtung und ist dann auch so ein bisschen der Bogen zu dem Film heute Abend. Das ist Edward Zuckmayer, ein Musiker in der Türkei von 2015. Edward Zuckmayer, der nicht so bekannt ist wie sein Bruder, ist damals 1936, nee, 34 war das schon, nee, um 36, das, die anderen, ja, ist er in die Türkei ausgewandert und dann dort auch geblieben. Genau, Visiting the Past, den Film heute Abend, da geht es eben um die zweite Generation und Joan Salomon, deren Familie oder Mutter damals nach New York ausgewandert ist, die zurückkommt auf der Suche nach den Wurzeln ihrer Familie. Gut, viel mehr weiß ich nicht, ob du noch zwei Sätze vorweg sagen willst, sonst gibt es die Möglichkeit nach dem Film zum Gespräch. Ich finde ja eigentlich immer, ich habe was falsch gemacht, wenn ich meinen Film vorher erklären muss. Deshalb gucken Sie einfach und ich bin da, und dann können wir gerne drüber reden. Dann beantworte ich gerne alle Fragen, aber gucken Sie erst mal. Genau. Und genau, jetzt hätte ich es beinahe doch vergessen, da ist noch jemand anders da, der an dem Film beteiligt war, und zwar der Musiker Michael Makarow. Also auch herzlich willkommen und mal gucken, ob wir Sie vielleicht am Ende auch ein bisschen mit einbinden können noch. Okay, dann erstmal eine gute Projektion. Nochmal herzlich willkommen hier. Der Film ist, glaube ich, eher ein bisschen zu dir gekommen, das Thema des Filmes. Kannst du vielleicht ein bisschen dazu erzählen, wie du zu dieser Geschichte gekommen bist? Ja, ich habe die Geschichte nicht gesucht. Sie ist wirklich zu mir gekommen. Die Elsa Schmal, die jüngste von den älteren Damen in dem Film, hat mir erzählt, da kommt eine Frau aus Amerika, deren Familie hat hier früher gelebt. Wir haben die gekannt und sie ist Jüdin, und die Familie ist 34 weggegangen. Und sie kann sich vorstellen, in dem Ort zu leben, zurückzukommen. Und das konnte ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil ich dachte, wie kann man in einen Ort zurückkommen, in der es der Familie so schlimm ergangen ist.
Und dann haben die alten Damen mich eingeladen zu einem Kaffeetrinken, das ähnelte dem, was wir dann ein halbes Jahr später gefilmt haben. Die Elsa Schmal kannte mich aus Essenheim. Die wusste auch, dass ich Dokumentarfilme mache. Sie hatte auch andere Filme von mir gesehen und meinte, das wäre was für mich. Und das war also zu dem Zeitpunkt, da war sie schon mal dort gewesen oder war das das erste Mal, dass sie nach Essenheim dann gekommen ist oder die Joanne, oder sie war schon mal vorher in Essenheim gewesen? Oder? Sie war davor da, nee, sie war, das war das dritte Mal, dass sie da war, als wir dann gefilmt haben mit ihr. Halt. Also sie war da, dann haben die sich kennengelernt, dann ist sie wiedergekommen und dann haben wir ein halbes Jahr später den Film gemacht. Genau, ist ja ganz interessant auch, dass sozusagen Essenheim immer noch so aussieht wie auf den alten Postkarten. Genau, das Material oder wie bist du, gut, die Postkarten, wie bist du an die Sachen rangekommen, also was jetzt im Film und Ich glaube, es gibt kein altes Fotoalbum in Essenheim, das ich nicht gesehen habe. Ich habe alles durchgeforstet und wir haben ganz viele Sachen eingescannt. Und die sind alle noch auch in diesem Heimatmuseum, haben die oder hattest du auch noch anders für uns? Aber dieser Geschichtsverein hat auch viele Fotos gesammelt. Also von denen habe ich auch einige bekommen, aber einige der Fotos waren auch bei denen noch zu Hause. Und dann habe ich halt bei der Kamera gesagt, wir stellen die Kamera so, dass es dem alten Foto entspricht. Ich habe eigentlich gedacht, wir würden dann blenden oder ähnliches. Und dann kam halt aber erst im Schnitt die Idee, diese Animation zu machen, diese animierten Effekte, dass sie quasi ja in das alte Foto reingeht. Das ist ja das, was ihr Wunsch ist. Sie würde ja gerne in die alte Zeit zurückgehen, als ihre Mutter noch oder ihre Großeltern im Dorf gelebt haben, um zu wissen, wie es damals war. Und das konnten wir halt auf diese Art, das, was sehr aufwendig ist, was wir da an animiertem Effekt gemacht haben, nachvollziehbar machen. Und ist sie seitdem, ist sie nochmal nach Essenheim zurückgekommen oder wie sozusagen, oder wie ging es weiter? Ja, das ist auch wieder ein bisschen traurig jetzt halt, weil sie ist jetzt nicht wieder nach Essenheim gekommen, das aber daran lag, dass ihr Mann krank geworden ist. Deshalb konnte sie auch als einzige von den Damen nicht bei der Premiere dabei sein und sie ist auch seither nicht in Essenheim gewesen. Wir sind in ständigem Kontakt, weil jetzt hat sie auch starke gesundheitliche Probleme und sagt, sie kann im Moment nicht reisen. Also sie war an dem Punkt, dass sie wirklich am liebsten geblieben wäre, gar nicht mehr nach New York zurückgefahren wäre, als wir gedreht haben. Und sie wollte auch zurückkommen, nach Essenheim oder zumindest nach Mainz. Aber jetzt, also ich denke immer noch, sie wird kommen, aber im Moment ist sie einfach verhindert, weil ihr Mann fand die Idee, glaube ich, nie so gut, nach Deutschland zu ziehen wie sie. Und jetzt hat sie erst auf ihn Rücksicht genommen. Und jetzt hat sie mir jetzt gerade vor ein paar Wochen geschrieben, dass sie selber auch gesundheitlich ist. Und ihr Mann hat also, genau, und ihr Mann hat eine ähnliche Geschichte oder weißt du was bei ihrem Mann? Ihr Mann ist auch gebürtiger Deutscher aus Magdeburg, aber er ist schon vor dem Krieg nach Amerika gegangen. Also er ist jetzt, weil er hat dort an einem Kriegsschiff mitgebaut und er hat versucht, die Amerikaner dabei zu unterstützen, die Deutschen zu bekämpfen. Gibt es, ja. Hatte er denn Familie gehabt, der Ehemann in Deutschland, die auch verfolgt worden sind? Das kann ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so beantworten, weil sie hat über ihren Mann nicht viel erzählt. Sie wollte auch nicht, dass der Mann so eine Rolle in dem Film halt hat. Also er war schon früher in Amerika, ich weiß es nicht. Ja, aus Magdeburg. Aber das kann ich jetzt nicht richtig beantworten. Wie hat sie denn reagiert auf die Anfrage, einen Film zu machen, wenn das gar nicht von ihr ausging, sondern von der Elsa Schmal, glaube ich, hatten sie gesagt? Ja, aber sie fand das keine so schlechte Idee. So, wir haben uns ja dann kennengelernt. Bei diesem ersten Kaffeetrinken war ja sie und ich war auch dabei. Und dann haben wir eine Zeit lang auch danach noch kommuniziert und sie hat sich angeguckt, was ich sonst an Filmen gemacht habe. Und da, also ich musste sie nicht groß überreden. Das war nicht schwer.
Hat sie sich für die Täter interessiert? Was meinen Sie jetzt, die Täter im Ort? Mhm. Also sie war, ich habe sie auch nach dem Elternhaus mehr gefragt noch, als wir nicht gedreht haben. Sie war in dem Ort und wollte dort erfahren, wie ihre Familie dort früher gelebt hat. Sie hat immer wieder betont, dass sie jetzt nicht konkret nach den Tätern sucht. Der Familie ist auch so nichts im Ort passiert. Aus den Dörfern sind sie ja in die Stadt gegangen und aus der Stadt sind sie deportiert worden. In dem Ort standen halt SS-Leute vor dem Laden und haben aufgepasst, dass niemand in den Laden geht zum Einkaufen halt. Aber es gab jetzt auf ihre Familie nicht diese direkten Angriffe, dass sie nach denen gesucht hätte halt. Natürlich interessiert sie sich für die Täter. Sie hat ja auch sich sehr viel mit der Geschichte beschäftigt. Aber sie ist jetzt nicht in Essenheim rumgegangen, um herauszufinden, wer sich jetzt besonders schlimm ihrer Familie gegenüber unterhalten hat. Sie wollte eher herausfinden, wie man ihre Familie gesehen hat. Und ihr hat es gut getan zu sehen, dass diese alten Damen die Familie gekannt haben, dass die älteste Essenheimerin mit ihrer Tante befreundet war und dass ihre Familie auch durchaus gemocht wurde, dass es auch so eine Normalität gab, die sie in Amerika nie erlebt hat. Und das war das, was ihr Anliegen war. Und das ist auch das, was ihr geholfen hat. Waren bei dieser Kaffeerunde extra keine Männer dabei oder waren die alle schon, abwesend? Es ist interessant. Die Frage kommt bei jeder Runde. Also wenn einmal nur Frauen da sind, dann ist das immer etwas Auffälliges. Aber in dem Fall musste ich dafür nichts tun, weil die Männer waren schon, bis auf den einen, waren verstorben. Und der eine Mann wollte auch nicht bei dem Kaffeetrinken dabei sein. Also Elsa Schmal, die Jüngste, deren Mann lebt ja noch, aber bei den anderen sind die Männer gestorben. Aber es ist interessant. Ich werde es jedes Mal gefragt. Ich habe die nicht aussortiert, die Männer. Gab es in dem Ort auch weitere jüdische Familien? Ja, es gab mehrere jüdische Familien. Also die anderen erzählen ja auch von jüdischen Familien, die in anderen Häusern gewohnt haben und von denen sie auch diese Geschenke bekommen haben. Das war auch etwas, was mich sehr erstaunt hat, dass die sich verabschiedet haben und Dinge hinterlassen haben im Ort. Das war jetzt nicht nur die Familie Meyer, das waren vor allen Dingen auch die anderen Familien. Ich habe keine Frage an Sie, sondern ich möchte mich bedanken für den Film. Ich habe den jetzt das zweite Mal gesehen und er unterscheidet sich für mich von vielen anderen Filmen, weil er so versöhnlich ist. Es ist so eine feine Art der Versöhnung, die da angesprochen wird, wie die Menschen miteinander umgehen, die alten Frauen, die auch zugeben oder erzählen von ihrer Geschichte. Und ich glaube, es hilft ihnen auch, darüber zu reden. Das ist ja auch eine Generation, die jetzt wegstirbt, die dann nicht mehr da ist, die sowas erzählen kann. Ja, und dieses Miteinander, ich finde das herrlich. Also mir tut der Film einfach gut und ich finde, sie haben da eine großartige Arbeit geleistet. Vielen Dank, Lob ist immer schön. Aber ich freue mich auch, dass der Film so angekommen ist, also weil deshalb habe ich den Film auch gemacht. Ich wollte jetzt nicht noch einen weiteren Film über den Holocaust oder über die Situation von jüdischen Familien in Dörfern machen halt, sondern ich habe von vornherein, das war ja auch mein besonderer Zugang, gespürt, dass da ein Draht ist zwischen den alten Damen und der Joan Salomon. Und das wollte ich gerne aufgreifen. Ich habe sehr lange Zeit gebraucht, bis der Schnitt fertig war, um das Ganze so auszutarieren, dass man einerseits diese Stimmung mitbekommt, die zwischen den Frauen herrschte, aber eben auch nicht übersieht, was in dieser Zeit Furchtbares passiert ist. Und durch die O-Töne der Joan Salomon konnte ich das halt so montieren. Und auch dadurch, dass ich dann zum Beispiel auch das Foto gefunden habe von den Frauen in Essenheim, dass sie ja auch ein Teil dessen waren. Es hat lange gedauert, bis ich das austariert hatte. Und deshalb freut es mich sehr, wenn es so angekommen ist, wie ich mir das gewünscht habe, weil ich möchte auch, dass es ein Film ist, der nach vorne guckt, weil Joan Salomon ist jetzt die zweite Generation, sie hat jetzt keine Kinder, aber auch die dritte Generation wird nach Deutschland kommen und wird sich interessieren für die Orte, aus denen ihre Familien vertrieben wurden, wo sie gelebt haben.
Und dass man dann Wege findet, miteinander umzugehen, das würde ich mir sehr wünschen. Und da finde ich die alten Damen, finde ich da wirklich ein ganz tolles Beispiel. Sie haben halt das gemacht, was sie gut können, nämlich Kuchen backen, und haben sie zu diesem rheinhessischen Kaffeetrinken eingeladen. Junge Leute können ja was anderes machen. Das muss ja nicht dasselbe sein. Aber ich würde mir halt wünschen, dass es Mut macht, miteinander umzugehen, und dass es nicht immer nur voller Vorwürfe sein muss, sondern dass man ein was Neues finden. Das ist auch das, was für Joan Salomon wichtig ist. Joan Salomon zeigt ihn in Amerika. Ich selber bin noch nicht mit dem Film in Amerika gewesen, aber sie hat ihn jetzt schon verschiedene Male in Amerika gezeigt. Dann würde ich, da wir ja auch den Musiker hier haben, dann vielleicht doch noch mal eine kurze Frage stellen, wie genau, wie bist du da rangegangen? Was hattest du vorgehabt, für eine Musik zu haben, und wie habt ihr zusammen zueinander gefunden? Ja, magst du zu uns kommen? Also die Musik war in dem Fall ganz am Ende. Der Film war geschnitten, und wir waren etwas ratlos, was wir für Musik wollten. Und dann habe ich den Max Kluth gefunden, der angefangen hatte mit der Musik. Aber wir kamen nicht so richtig von der Stelle. Und dann hatte der Max die Idee, dass wir dich fragen könnten, ob du mit deiner Geige dazu arbeiten könntest. Und dann ist das Ganze, darf man das so sagen, du hast improvisiert zu dem Film. Du hast den Film, hast Ausschnitte aus dem Film gesehen und gespielt. Ja, guten Abend. Ich habe natürlich mehr gespielt, als sie gehört haben. Also viel mehr. Das, was Musikexperten, keine Ahnung, wer das schließlich alles gemacht hat, hat nur einen Moment gelassen, hat mehrere Male das geschnitten, und dann kommt raus nur so Titelmelodie quasi von diesem Film. Ich bin schon zufrieden, Dankeschön, klingt gut, aber als ich das erste Mal das gesehen habe, ich war ein bisschen so nicht enttäuscht, sondern ach, was soll das, ich habe tausend mehr andere Themen gespielt und nicht nur in einer Lage und so weiter. Ich bin Profimusiker, was soll das? Aber heute habe ich deutlich gemerkt, man braucht gar nichts mehr. Für so einen Film, für so ein Thema, Musik spielt nicht die größte Rolle, es ist Hintergrund. Und ich bin sehr zufrieden im Endeffekt. Danke. Natürlich nicht nur Hintergrund ist, sondern natürlich irgendwie spielt es ja auch zusammen und hat dann nochmal so eine gemeinsame Wirkung, wie die Musik dann im Zusammenhang mit dem Film wirkt. Genau. Ja. Die Musik unterstreicht ja auch die Stimmung in dem Film halt. Und auch das, wir haben die schon sehr bewusst auch dann eingesetzt an Stellen, wo ich auch ein Stück weit mehr emotionalisieren wollte. Und ich glaube, dass gerade bei dem Film es mehr ist als nur Hintergrund. Aber Dokumentarfilm, also ich mag es nicht, wenn er von vorne bis hinten mit Musik ist. Und deshalb, in dem Fall ist es jetzt eben auch keine irgendwie komponierte Musik gewesen, die dann von dir und anderen Musikern, gespielt wurde, sondern ich fand genau diese improvisierten vielen Teile, die du uns gegeben hast, mit denen wir dann im Schneiderraum gearbeitet haben, das war super. Dankeschön. Hat nichts dabei. Das ist ein Klavier. Das ist kein Klavier. Ja, okay. Thanks. Ja, ich bin in der Choir in the Shalom Singers in Synagogue. What we two here, Norbert and me. And what I missed a bit, if you have a synagogue in a little village, they would have had choirs, they would have been singing a lot of Jewish and Yiddish songs, and I was quite amazed that she didn't know any, or that she didn't, there's no context to that, and keine Verbindung oder so. Das hat ein bisschen vermisst in dem Film. Meine Idee war auch, als wir den Film gemacht haben, dass ich jüdische Musik dazu nehmen würde. My first idea was to have Jewish music. And then I talked with Joan Salomon, she is a music historian, and she asked me not to use Jewish music. She said she wouldn't like it, her parents wouldn't have liked it, she wanted
another kind of music, and she is very happy with this kind of music. My first idea was like this. Ich hatte auch zuerst die Idee, dass ich jüdische Musik haben wollte. Und habe sie gefragt, ob sie mir, ob es etwas gibt, ob es Musik gibt, die sie in dem Film sehen würde. Und sie hat sehr vehement darauf bestanden, dass es keine jüdische Musik sein sollte. Weil sie sagt halt auch, es ist auch ein Film über Deutschland. Gut, wenn keine weiteren Fragen mehr sind. Wir sind ja noch einen Moment draußen. Also, ah, doch, da ist noch eine Frage. Okay, dann komme ich noch. Wie lange hat es gebraucht, bis das fertig war insgesamt? Also in diesem Mal waren wir sogar relativ schnell, 1,5 Jahre. Nicht, dass ich jetzt 1,5 Jahre nur an diesem Film gearbeitet habe, aber von diesem ersten Kaffee trinken, wenn ich das mal als Anfang nehme, wo ich auch noch nicht wusste, ob ich den Film machen möchte, ob das mich, das ist auch immer so ein Gefühl, ob man mit seinen Protagonisten auskommt, ob man die spannend findet. Aber ich finde, um so einen Film zu machen, muss ich auch meine Protagonisten mögen. Sonst geht das nicht. Ich kann eine journalistische Reportage machen oder auch eine Dokumentation, da muss ich meine Protagonisten nicht mögen. Aber wenn ich einen so nahen Dokumentarfilm mache, muss ich sie mögen. Und also das war im März und 1,5 Jahre später, im Oktober, war dann die Premiere. Ja. Ich würde mir mehr wünschen. Also wir haben ihn ja auch schon oft gezeigt und durchaus vor vollerem Haus, ja. Das wundert mich auch, weil es in der jüdischen Kulturwoche ist, dass es da nicht voll ist halt, ne? Also es ist nicht die Erfahrung, dass es nicht voll ist. Okay. Okay. Also es gibt eine weitere Chance, den Film zu gucken. Auch hier in Frankfurt, also es gibt viele Chancen, ihn zu sehen. Die nächste Chance in Frankfurt ist am 18. November im Haus am Dom. Das ist eine Veranstaltung der Friedrich-Ebert-Stiftung, die dazu einlädt. Und ja, ich habe den Film auch als DVD. Und wir werden ihn auch wahrscheinlich demnächst online stellen. Aber im Moment ist er erstmal nur als DVD vorhanden. Also wenn da Interesse ist, den Film nochmal anzuschauen oder zu verschenken, ich habe DVDs dabei. Hat sie eigentlich mitbekommen, was in Deutschland los ist? Sprich AfD. Also ich habe sie jetzt aktuell, wo sie krank ist, danach nicht gefragt. Ich denke schon, dass sie es mitbekommt. Aber sie hat zum Beispiel, ihr Wunsch, nach Deutschland umzusiedeln, hatte mit der politischen Situation in Amerika auch zu tun. Das war, als wir den Film gedreht haben, war Trump gerade an die Macht gekommen. Das war für sie auch ein wesentlicher Grund, Amerika zu verlassen. Aber damals für sie hat Trump eine große Rolle gespielt. Also das Land verlassen zu. Wenn sie in so ein kleines Nest umsiedelt, zum Beispiel nach Ostdeutschland, dann wäre es natürlich schwieriger für sie, ja. Denke ich mir. Sie würde ja nicht nach Ostdeutschland umsiedeln, sondern ihr Wunsch war ja, nach Essenheim zu gehen. Halt noch mehr. Aber auch in Mainz hat sie sich eigentlich sehr wohl gefühlt. Also sie hatte eher das Gefühl, es ginge ihr hier besser. Also es gibt ja auch sehr viele jüdische Menschen, die zum Beispiel nach Berlin umgesiedelt sind halt und dort einen Neustart versucht haben, von denen ich weiß, dass viele von denen jetzt auch nach Israel ausgewandert sind. Und also ich habe das AfD-Wahlergebnis in Thüringen mit ihr nicht diskutiert. Nein, aber ich, das war auch nicht mehr. Vielen Dank, das gebe ich gerne weiter. Das wird sie freuen, weil für sie war es halt auch schon schwer, dass sie bei der Premiere nicht sein konnte.
Zu der übrigens die alten Damen alle gekommen sind halt. Also sie haben sich ja auch damit ein Stück weit der Geschichte gestellt halt. Also dass sie, nicht nur, dass sie bei dem Film mitgemacht haben und sie auch erzählt haben, das, was diese Generation halt erzählt, aber sie sind auch damit in die Öffentlichkeit gegangen halt und waren auch bei vielen Vorführungen sonst dabei, wenn die in der Nähe waren. Frankfurt ist ein bisschen zu weit. Also ich denke nicht. Die Elsa Schmal sagt ja, dass sie mit ihrem Vater nicht reden konnte, weil er vermisst ist. Dass sie deshalb sich auch so sehr vielleicht mit der Geschichte beschäftigt. Mein Eindruck war, dass die alten Damen sich auch, weil die Joan Salomon kam und weil wir den Film machten, sich dann auch wieder damit beschäftigt haben. Das war für sie auch nochmal ein Anlass, sich damit zu beschäftigen. Ich denke, es war die Jahre davor kein Thema, bevor Joan Salomon gekommen ist. Ich kann dazu nur beitragen, ich habe jetzt 18 Jahre oder 19 Jahre in Essenheim gelebt und das, da wird ja sehr viel aufgearbeitet von der Geschichte auch durch diesen Essenheimer, also diesen Geschichtsverein, und da wird versucht halt auch so die Geschichte ein bisschen lebendig zu halten, nicht nur in Bezug auf die Geschichte mit den jüdischen Mitbewohnern, aber so insgesamt, also der Stefan Mossel bringt da ja eine ganz große Arbeit für die Gemeinde mit und also das ist schon sehr anerkennenswert, was er da zusammenträgt und dann auch zur Verfügung stellt dann Wissen. Ja. Ja, das finde ich auch. So mehr sein in Deutschland. Gut, dann ja. Sind wir noch da draußen, genau. Schönen Dank, dass Sie da waren.